Hey Leute, willkommen zurück. Ich mache hier direkt weiter. Wir gehen zurück zu Doc, denn wir hatten das letzte Mal probiert, Goal irgendwie auf unser Minebike drauf zu bekommen, aber Rufus ist zu blöd dazu. Deswegen schauen wir mal. Schauen wir mal, was Doc dazu Hallo, sagt. Was? Oh, hallo. Ich habe noch immer her damit. Doc, ich bin zu unruhig. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unras ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Lass ihn einfach auf dich wirken. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich, ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Oh, ich habe jetzt leider nicht drauf. Wir müssen das nochmal machen, weil ich weiß auf jeden Fall, was Anschließend das nehme Rätsel ich noch bedeuten einen soll. tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Wir müssen das nochmal machen. Können wir einfach selber auf Bis jeden zum Horizont. Es wird Zeit, dass. Okay, wir müssen nochmal mit Doc reden. Ich weiß auf jeden Fall, was wir machen müssen. Wir müssen uns auf die Buchstaben fixieren. Und zwar mit der richtigen Hallo. Farbe. Oh. Ich habe mein. Also, kannst du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Könntest du mir noch mal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar, leg einfach dein Bein etwa so. Ja. Wir müssen einmal Gut zum. so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich, Okay, ich habe keine Ahnung. ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Also erst irgendwas Blaues, dann Anschließend was. nehme ich noch einen tiefen Schluck aus dem Alles verstanden. Also erst irgendwas Blaues, dann was Rotes, dann was Gelbes, aber ich check's noch nicht so ganz. Okay, ich habe noch eine Idee. Ich habe jetzt aus dem Rätsel bisher noch nicht irgendwie was rausfinden können, aber Leute, wir haben doch da noch mal ein paar Bis Zahlen. zum Horizont, es wird Zeit. Wie wär's denn, wenn ich irgendwie das mit dem Bein Da liegt mache? nun wirklich schon genug. Wisst ihr, was ich meine? Weil wir haben da ja auch Buchstaben. Aber dafür muss ich ja erst meditieren. Ich weiß halt nicht, wie ich da. Vielleicht, wenn wir uns da hinsetzen. Vielleicht gehen wir erstmal zum Kran. Vielleicht kann ich jetzt irgendwie mein Skelettbein mit dem Sitz. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Sehr gut. Und dann jetzt zum Bein Horizont hinterm gucken. Kopf. Check. Horizont fixieren. Check. Und los. Ich weiß es gerade auch nicht, tut mir leid.
Eigentlich müssen wir zwei U haben, oder? Nee. Mu. Dann nach Süden. Wir können einfach alle vier ausprobieren, oder? Ich habe nämlich keine Ahnung über dieses Rätsel. Wir müssen auf jeden Fall mit irgendwas Blauem anfangen. Deswegen fängt er ja mit dem M an. M. Dann nach Osten, bis wir was Rotes sehen. Das wäre da das U. Deswegen fängt er ja mit U an. M, U. Und dann sollen wir bis nach Süden. Und dann bis wir was Gelb, in gerader Linie, bis wir was Gelbes sehen. Das macht für mich halt einfach keinen Sinn. Wirklich nicht. Also, es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Also, ich hab ja die Sache noch im Kopf, aber es macht für mich einfach keinen Sinn, was da jetzt am Ende rauskommen soll. So, wir fangen einfach mal an mit, wir sagen einfach mal Mutsui. Mutsui! Ich bin ein Mutsui! Yeah! Yeeha! Hä? Warum zittert mein Bein denn so? Ich bin doch ein Mutsui! Vielleicht war das doch nicht richtig. Wir können es ja einfach noch ausprobieren, weil ich check's halt echt Bein nicht. Hinterm Kopf, Horizont. Ich check's halt echt nicht. Also, wenn ihr mir erklärt, was das Rätsel ist, ich meine, ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Ich bin ich hab keine Ahnung. Wir sind ein Mumpi. Mumpi! Das klingt sehr richtig. Und nun? Ja. Mist, aber jetzt. Nein! Ach. Schade. Immer noch nicht. Ich meine, die arme Goal, ey. Ich bin belogen. Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? Wir probieren es einfach nochmal. Ach so, also Mumpi ist schon richtig, ja. Weißt du, was wir noch brauchen? Wir brauchen noch den Schluck Schnaps, mein Junge. Wir brauchen noch Schnaps. Ah, einmal noch einen Schluck nehmen und dann. Was wird das jetzt? Ich kann mir keine Entscheidung. Also lass das bitte. Oh, vielleicht mit der Flasche? Jetzt mach mal. Du kannst, das heißt, dann drück dich beim. Toll. Können wir ihn irgendwie einen überhaupt? Ein Achtkantschlüssel. Ja, na. Schade. Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen doch jetzt Schnaps, Junge. Wir brauchen Schnaps. Toll. Können wir vielleicht das Zeugs da trinken? Ich habe da ja sowieso schon länger ein Auge drauf geworfen, aber ich glaube, wir können das nicht trinken, ne? Können wir hier noch irgendwas machen? Ich meine, die Anzeige haben wir da ja auch noch, ne? Ohne mein Bike passiert da. Ja. Was machen wir denn jetzt ohne Schnaps? Ohne Schnaps kommen wir doch hier nicht mehr weiter. Leute, das geht doch hier nicht. Oh, ohne Schnaps. Also, wir brauchen ja den Schnaps vom Doc und der lässt uns nicht ran. Und ich habe jetzt wirklich alles ausprobiert. Ich habe alles überall kombiniert. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Wirklich nicht, Leute. Und dann habe ich jetzt nachgeguckt und dachte mir, natürlich, wie konnte ich doch so doof sein? Oh, das ist jedes Mal so. Jedenfalls. Ich weiß jetzt, wie wir an den Schnaps vom Doc kommen. Und ich kam einfach selber nicht Hallo. Drauf. Ich ärgere mich da wirklich drüber. Aber hey, ich hab alle Rätsel bis dahin selbst gelöst, okay? Okay, ich habe das mit dem, was ich bin, dass ich ein Mumpi bin, nicht ganz rausgefunden. Aber egal, ich hab alles bis dahin geschafft. Und zwar, lassen wir ihn noch mal ein bisschen meditieren. Und dann ist er halt, bisschen fokussiert und dann können Such wir unsere Flasche nehmen. Am Horizont und fixiere ihn. Und können den Schnaps mitnehmen. Haha, das nehme ich auf dich wirken. Nicht mit. Meditiere da nur weiter, Junge. Was jedenfalls. Ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Jedenfalls können wir dann jetzt hierher gehen, können nochmal zum Kran gehen. Und, Mist, müssen wahrscheinlich. Aber jetzt. Nein! Ach! Ja, wahrscheinlich müssen wir erst nochmal. Ich hab doch alles. Erstmal nochmal gucken. Ich bin ein Mumpi! Aber wäre ich denn auch selbst drauf gekommen, ey? Ja, Junge, jetzt musst du noch trinken, ne? Scherben bringen Glück, aber ich brauch... Ich hab...
habe Docs Fuße, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Okay, so funktioniert das. Sehr gut. Glaube, funktioniert. Zumindest meine Fummel vom Gang holen. Auf geht's. Okay, dann würde ich mal sagen, probieren wir es doch nochmal. Jetzt aber. Und. Schon. Yes! Oh, Fuß! Yeah. Dann würde ich mal sagen, gehen wir da nach oben, oder? Zu Goal. Wie sieht's denn aus, meine Gute? Genug. Es kann losgehen. Na, wenn du das Festhalten, sagst. Festhalten, Schätzchen. Von der Fahrt wirst du noch unseren Enkelkindern erzählen. Ah, oh, unseren Enkelkindern. Ja, genau, Rufus. Genau. Ich bin mal gespannt. Wie das ausgeht. Ich bin gespannt, ob wir jetzt weiterkommen. Oder da wird da bestimmt noch irgendwie was dazwischen kommen, oder? Ja, genau. Müssen wir jetzt erstmal nochmal... Oh, müssen wir gar nicht die Weiche umlegen? Gut, dann geht's los hier. Oh Gott. Verdammt. Ha, du bringst ganz schön was an. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das yes. sollte ein Selbstgänger werden. Wir sind hier oben. Wir können... Okay. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen. Wir können hier also die Hebel bedienen. Okay, wo wollen wir denn hin, ist die Frage. Wo wollen wir hin? Was können wir denn da einstellen? Okay, wir können da ein paar einstellen. Können die auch jeweils immer einmal einstellen? Ich meine, wir fahren einfach mal, oder? Mal gucken, wo wir reinkommen. Ah, okay, jetzt sehen wir, wo wir langkommen. Das ist schon mal gut zu sehen. Okay, dann fahren wir da lang. Und dann wieder zurück. Okay. Ah, jetzt verstehe ich das also. Wir kommen also von hier. Wir fahren nach da, dann hier. Ah, okay, ich verstehe das mit den Weichen. Wir wollen wahrscheinlich da raus, oder? Kann gut sein, dass wir da raus wollen. Das heißt, da nach unten macht auf jeden Fall Sinn. Können wir die Grünen nochmal verschieben? Ich glaube, der Grüne macht so auf jeden Fall besser Sinn, weil dann kommen wir nämlich hier lang. Da nach oben. Ich weiß nicht, wir probieren es einfach mal, wie es jetzt aussieht. Oh, da fahren wir sogar direkt da unten lang. Okay, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, dann schaffen wir es auch nicht raus. Oder? Nee, das sieht irgendwie schlecht aus. Yep. Aber hey, wir haben es probiert. Okay, das heißt, wir fahren dann nach hier unten. Das ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Ich meine, wir könnten natürlich auch nochmal den roten verschieben. Dann fahren wir hier lang. Also hier weiter. Na, dann hier lang ist, glaube ich, auch nicht so eine gute Idee. Also vielleicht auch nochmal nach da. Dann fahren wir einfach hier lang. Ich glaube, das da macht dann aber keinen Sinn, oder? Ich glaube, wir würden dann spätestens hier rauskommen. Ich probiere es einfach nochmal. Ich meine, wir können es so oft probieren, wie wir wollen, ne? Wir fahren schon mal hier runter. Da. Und dann... Oh, wir haben es Verdammt! Oh, verdammt, ey. Wir haben es fast geschafft. Ah. Okay. Wenn ich also den wieder umdrehe. Weil ich glaube, der ist doch nicht ganz der Richtige. Obwohl... Ich meine, eigentlich ist es so ein bisschen rumprobieren, ne? Wir haben eigentlich 2 mal 2 mal 2 Möglichkeiten, also eigentlich 8 Möglichkeiten. Das heißt, ich kann auch einfach wieder hier nur rumprobieren. Ich möchte aber eigentlich schon das Richtige rausfinden. Ich finde halt die Kontrolltafel jetzt auch nicht so schön gestaltet, dass ich sofort weiß, in welche Richtung das alles geht. Das stellt irgendwas um.
Irgendwas stellt das um. Ich weiß noch nicht genau, was. Aber wenn man da drüber fährt, dann stellt das eine von den Weichen um. Das muss ich mir nochmal angucken. Wir fahren da gleich drüber. Und dann stellt das irgendeine Weiche um. Stellt das alle gelben um? Ich glaube, das stellt alle gelben jeweils um. Okay, das ist gut zu wissen. Immer? Okay, immer wenn man da drüber fährt, stellt das alle von den gelben oder von den weißen um. Okay, gut. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Ach, ich kann die Farben umändern. Ach, ich Depp. Ah, jetzt check ich das erst. Okay. Das wirft natürlich ein völlig anderes Licht da drauf. Oh mein Gott. Okay. Würde ich jetzt hier unten hin? Warte mal, wir gehen mal davon aus, wir nehmen den schnellsten Weg. Nach unten, nach unten, nach unten. So, was hätte ich jetzt gern umgeändert? Das eigentlich nicht. Das eigentlich auch nicht. Eigentlich das Grüne. Aber da kommen wir ja eigentlich nicht hin. Wahrscheinlich müssen wir beide Wege... Also wahrscheinlich müssen wir beide nutzen. Wenn ich geradeaus fahre... So, dann hier hinkomme. Ja, dann komme ich da raus. Das geht eh nicht. So, gehe ich mal davon aus, ich würde zum Beispiel jetzt den zweiten, nee, den ersten, also den da in grün. Das heißt, wenn ich hier runterfahre, fahre ich danach nach oben. So, dann fahre ich mit dem roten auch nach oben. Hier würde ich geradeaus lang fahren. Das wäre auch wieder gerade. Das heißt, ich käme hier an. Dann nochmal in grün. Oder nee, gar nicht in grün. Das wäre ja dann auch wieder anders. Das heißt, dann würde ich hier lang fahren. Käme, würde ich hier wieder zurückfahren. Das wäre ja sogar auch noch richtig. Komme hier dann an. Rot. Dann einfach nur gelb nach unten. Jetzt ist nur das Problem, ich kann das da überhaupt nicht gebrauchen. Weil ich komme jetzt quasi hier an. Was wäre, wenn ich gelb nochmal ändern würde? Wenn ich da oben gelb ändern würde, würde das nach geradeaus gehen? Nee, das... Das geht halt nicht. Obwohl, wartet mal, wenn ich rot ändere, wenn ich an der Stelle rot ändere, dann fahre ich statt nach da, nach unten. Hier geradeaus, aber da wieder hoch. Käme hier wieder lang. Okay, nee, das kann eigentlich nicht funktionieren, ne? Ich probiere es einfach. Jetzt sollte alles stimmen. Echt? Was sagst du nun, Schätzchen? Nibbe. Echt? Das hat funktioniert? Oh, Rufus, du bist wirklich der Größte. Ich hab's gar nicht zu Ende durchdacht, aber cool. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Das will ich jetzt sehen. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Oh, fuck. Was? Da sind die Leute. Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt, ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte, mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Und weg sind sie. Ah, oh, ich hab's tatsächlich geschafft. Hätte ich nicht gedacht.
weil ich hab's jetzt nur so halb durchgedacht, aber cool. Cool, cool. Möchte ich natürlich hier mir den Triumph auch anschauen. Aha. Stimmt, dann passiert das ja nochmal, wenn man da langfährt. Oh, cool. Wir haben es echt geschafft. Oh hey, Gott. So schnell kriegt man mich nicht klein. Man nennt ihn Rufus. Bam, bam, bam. Badabab, man nennt ihn Rufus. Badabab. Rufus, Rufus. Badabab. Boah, und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast. Hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na, willst du lieber langweilig getragen werden oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war es ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen, von der Belohnung mal abgesehen. Doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Ha! Ich habe es tatsächlich geschafft und das Einzige, wonach ich geschaut habe, ist, wie Rufus an den Alkohol kommt. Muss ich jetzt zugestehen, habe ich nachgeguckt, aber sonst, yay, habe ich alles alleine hinbekommen. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang diese Folge jetzt ist. Ich habe jetzt bestimmt schon, weiß ich nicht, 40, 50 Minuten aufgenommen, aber den Großteil davon auch einfach nur gerätselt, deswegen keine Ahnung. Sorry schon mal dafür, falls die Folge viel zu kurz oder viel zu lang ist, aber ich würde tatsächlich sagen, wir beenden hier an der Stelle. Ich werde jetzt bestimmt noch weitermachen, also wenn ich die Pony aufnehme, dann nehme ich direkt irgendwie den ganzen Abend auf und deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich die nächste Folge direkt auch noch im Anschluss machen, aber keine Ahnung, wie lang diese Folge jetzt hier sein wird. Ich hoffe, man sieht einigermaßen eine passende Länge, aber wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Dann hoffentlich mit einer etwas... Ja, ich weiß, dass du gelangweilt bist von Mingolaba. Mit einer etwas absehbareren Folgenlänge. Und ja, also jetzt gefallen mir die Rätsel tatsächlich, dass ich irgendwie die einigermaßen bestehe. Ich bin mal gespannt, wie das hier mit Cletus und sowas läuft. Ah, bin richtig begeistert. Aber ja, bis nächste Woche.